Fitness mit Marc, Folge 309. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er hat ein Jahr in Kanada gelebt, Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich eine ganz besondere Dame hier zu Gast. Sie ist Profifußballerin seit Mitte 2020 beim FC Bayern München. Mitglied in der deutschen Nationalmannschaft seit 2018, 30 Jahre alt, seit 25 Jahren Fußballerin und seit diesem Jahr mit 30 Profi. Sie spielt in der Verteidigung. Hauptsächlich zumindest, und hat mit 20 schon 2 DFB-Pokale gewonnen, einen Weltmeistertitel, musste dann durch eine eigentlich harmlose Verletzung pausieren. Und zwar war das Ganze eigentlich nur als kurze Verletzungspause gedacht, damals mit Anfang 20. Daraus wurde aber ein 5 Jahre langes Verletzungsdrama. Und das war für sie ein ziemlich harter Einschnitt, aber den hat sie genutzt und jetzt ist sie wieder zurück. Sie hat das Comeback geschafft und ist jetzt eine der Fußballerinnen in Deutschland. Und heute ist sie hier bei Fitness mit Marc zu Gast. Freu dich auf die Folge mit Marina Hegering vom FC Bayern München. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die 3 Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com. Ja, heute bei Fitness mit Marc Marina Hegering. Moin Moin Marina. Ja, moin. Lass uns mal heute Morgen anfangen oder wann auch immer du die erste Mahlzeit zu dir genommen hast. Was gab's denn? Mein letztes Essen war das Mittagessen. Da gab's ein bisschen gekeimte Sprossen und Linsen. Dazu noch ein bisschen Schafskäse als Würze. Ja, alles ein bisschen durcheinander, ein bisschen Gemüse dazu. Das klingt lecker. Hast du eine spezielle Art, wie du dich ernährst? Speziell eigentlich nicht. Aber ich versuche halt schon sehr darauf zu achten, was ich zu mir nehme, dass es halt Sachen sind, die mir in meiner Leistungsfähigkeit auf jeden Fall helfen, sodass ich ja bestmöglich vorbereitet bin auf die ganzen Belastungen im Sport. Wie sieht denn eigentlich im Moment deine Trainingsroutine aus? Also wie häufig trainierst du? Wir haben im Moment 6-7 Mal die Woche Training. Also wir trainieren häufig vormittags einmal. Und dann in der Regel auch 2-mal am Nachmittag zusätzlich. Und dann am Wochenende ist ein Spiel. Und das war's eigentlich. Reicht auch. Ja, lass uns am besten ganz vorne anfangen. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Ja, ich bin im Kindergarten, war ich oft mit den Jungs draußen spielen. Und die haben später irgendwie immer erzählt, dass sie zum Fußballtraining gehen. Und da habe ich zu meiner Mama gesagt, du, die gehen da alle hin, ich möchte auch hin. Und ja, ich war einmal da und habe nie gefehlt, auch wenn ich zwischendurch mal Gänseblümchen gepflückt habe und die Flugzeuge auch mal interessanter waren. Aber ja, also eigentlich seitdem ich 4 bin, ja, Kindergartenalter, bin ich beim Fußball. 26 Jahre jetzt schon. Ja. Was fasziniert dich daran? Ja, Fußball ist ja nie langweilig, ne? Außer es hast mal irgendwie ein 13-0 oder so, aber ansonsten passiert super viel, du kannst eigentlich nichts voraussagen, du kannst dich ja bestmöglich einstellen vielleicht auf eine Mannschaft, indem du sie komplett auseinandernimmst und analysierst, aber du stehst auf dem Platz und der Anpfiff kommt und es passieren halt immer irgendwelche Sachen, die nicht vorhersehbar sind und das Allergrößte eigentlich am Fußball ist dieser
Teamgedanke und dass es ein Teamsport ist, wo jeder für jeden da ist. Und gerade wenn man mit einer Mannschaft so einen Flow erlebt, wo du irgendwie merkst, okay, hier kann uns heute keiner schlagen, wir sind einfach an dem Tag super gut drauf. So, ja, dieses Erlebnis ist einfach unfassbar gut. Und wenn man mit den Spielerinnen auf dem Platz steht und man merkt, boah, man ist heute selber nicht gut drauf und plötzlich hat eine Mitspielerin irgendwie 2, 3 richtig geile Aktionen und du denkst dir so, wow, es macht einfach nur Bock und dann reißt es dich raus und du findest selber wieder zu dir zurück, zu deiner Leistungsfähigkeit. Also das ist schon irgendwie ziemlich beeindruckend und das macht mir auch am meisten Spaß eigentlich. Was macht denn so deiner Erfahrung nach ein gutes Team aus, eine gute Mannschaft? Na, ich glaube, wenn du viele unterschiedliche Typen in einem Team hast, die ja unterschiedliche Rollen einnehmen können, wenn du einen relativ breiten Kader hast mit unterschiedlichen Fähigkeiten, was das Sportliche auch angeht und darüber hinaus halt muss es im Team von der Stimmung her passen und jeder muss bereit sein, zu jeder Sekunde alles zu geben und es ist am Ende des Tages leider so, dass nur 11 Spielerinnen in der Startelf stehen können und im Normalfall kann man 3-mal wechseln, im Moment ist es ja auch ein bisschen häufiger, da sind es 5-mal, aber man muss halt die Bereitschaft zeigen, trotzdem fürs Team da zu sein, auch wenn man halt mal ein ganzes Spiel auf der Bank sitzt oder nur zuschauen kann. Ja, und wenn das harmoniert, wenn die Mannschaft das leisten kann, dann ist es, glaube ich, ja, etwas ganz Großartiges. Und dann hast du einen Team-Spirit erreicht, der ja unschlagbar ist. Gibt es eine spezielle, Technik oder so, die du anwendest, um wirklich 100% bei der Sache zu sein? Nicht nur im Training, sondern natürlich vor allen Dingen auch bei den Spielen. Egal, ob du auf dem Feld bist oder ob du auf der Bank sitzt. Nee, eine spezielle Technik habe ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich nie oder selten Probleme damit, mich irgendwie zu fokussieren, weil man sich auch einfach so unfassbar freut, wenn das Spiel losgeht. Ne? Also das ist ja das, worauf du hintrainierst die ganze Woche lang. Es geht dann auf den Sonntag zu und man freut sich. Und ja, dann ist man einfach froh, wenn man ja das machen kann, was man liebt und wofür man ja so hart arbeitet auch unter der Woche so, ne? Dann kann man echt alles frei und loslassen, abgesehen von diesen taktischen Vorgaben, die man sich natürlich vornimmt, aber das ist eigentlich, da habe ich kein spezielles Ritual oder beziehungsweise ja eine Technik, die ich vorher irgendwie anwende. Du bist ja Profifußballerin, wolltest du das als Kind schon werden oder wie kam das? Ich wusste als Kind irgendwie gar nicht so richtig, dass es auch Mädchenfußball gibt, Frauenfußball, weil ich habe immer bei den Jungs gekickt und irgendwann kam dann mal mit 11 Jahren oder so Kreisauswahl und dann war ich zum ersten Mal, wo ich nur mit Mädchen gespielt habe. Das fand ich schon ganz, ganz komisch. Aber dann hat man sich irgendwie so ein bisschen zumindest mit dem Thema Frauenfußball beschäftigt. Und dann war ich auch mal mit meinen Eltern bei einem Spiel von FCR Duisburg damals. Und ja, so dann fing das an. Und ja, in Freundebücher hat man dann immer so geschrieben, so was möchtest du mal werden? Und dann stand da bei mir halt immer, ich möchte mal in der Frauenfußball-Nationalmannschaft spielen. Und ja, das war dann irgendwann so ein Kindheitstraum. Ne? Und der ist jetzt wahr geworden, dieses Jahr, oder? Ja, genau. Ich durfte letztes Jahr zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft auf dem Platz stehen, ja. Also zumindest bei der A-Nationalmannschaft. In der Jugend hatte ich dann tatsächlich schon ein paar Mal häufiger gespielt, ja. Du bist ja auch sagtest du ja schon, relativ professionell dabei gewesen. Hast mit Mitte 20 dann eine lange Pause einlegen dürfen, die auch ungeplant war. Wie kam das denn eigentlich? Du warst damals, meine ich, schon so eins der Nachwuchstalente in Deutschland und dann auf einmal kam alles anders. Ja, ich hatte in den Augen vieler, also in meinen Augen und auch in den Augen meiner Ärzte, Physio und Trainern, eigentlich eher so eine harmlose Verletzung, Hackel und Ferse nennt man das. Und da haben wir gedacht, ja, es dauert irgendwie so 1, 2, 3 Wochen und dann geht's wieder los. Aber ja, ich musste mich dann doch operieren lassen. Und die OP hat so ein paar Probleme mit sich gebracht. Dann hatte ich eine Wundheilungsstörung, die sich dann über 2,5 Jahre hingezogen hat. Und danach
ja, nach den ganzen Operationen, insgesamt waren es dann am Ende 5, hatte ich ja immer noch wieder Achillessehnenprobleme. Also es war ja sehr, sehr lang, sehr, sehr schwierig der Weg. Eine Zeit lang habe ich nur oder bin ich nur mit offenen Schuhen in der Freizeit rumgelaufen. Das ging tatsächlich über 2,5 Jahre und das war schon ja auch ein starker Einschnitt irgendwie für mich persönlich in meiner freien Entfaltung, sage ich jetzt mal, weil es ist auch nicht schön. Ich bin halt immer mit irgendwie kaputt geschnittenen Schuhen rumgelaufen, dann hat man sich nicht wohlgefühlt, dann konnte ich den Sport nicht ausüben, ja, den ich so liebe. Und ja, es gab ja sehr viele schwierige Phasen und ja, 2016 fing es dann endlich an, langsam bergauf zu gehen. Seitdem geht es zumindest so, dass ich alles sehr gut aushalten kann. Vielleicht nochmal, du sagst Hacklohnferse, ich kenne das selbst, ich habe damit nämlich auch zu tun, auch mit der Achillessehne, das ist so eine Situation, wo ich glaube, soweit ich weiß, dadurch, dass die Achillessehne, wenn da halt über einen längeren Zeitraum eine große Spannung drauf ist, dann baut der Körper einfach Knochensubstanz an, sodass halt die Hacke größer wird und dann passen einem auf einmal die Schuhe nicht mehr und die Achillessehne liegt auch relativ eng an am Fuß, sodass halt der Schleimbeutel sich dann schnell gereizt wird oder entzündet und ist dann relativ schmerzhaft. Ja, bei mir war es tatsächlich ein Sportereignis, was so ein bisschen die Ferse ja angegriffen hat, sage ich jetzt mal. Also bei mir war es nicht eine Achillessehnenreizung. Es hat sich eher durch einen Schlag auf die Ferse so entwickelt. Und dadurch, dass dann da so ein Schlag drauf kam und ich ja unter Schmerzen häufig auch weitergespielt habe, weil es eine entscheidende Saisonphase war bei uns, ist es halt dazu gekommen, dass dieser, ja, es ist am Ende ein blauer Fleck im Knochen sozusagen gewesen bei mir. So kann man es irgendwie am besten beschreiben. Und dieser blaue Fleck hat sich quasi immer so ein bisschen weiter in den Knochen reingefressen, dadurch, dass diese Belastung vom Schuh, also ein Fußballschuh ist ja auch recht hart, an der Ferse. Und dadurch kam es halt, dass dieser blaue Fleck quasi sich immer so ein bisschen weiter in den Knochen reingefressen hat. Und dieser blaue Fleck am Ende so stark war, dass dieser, ja, raus, wie sagt man das, bei einer OP wird das so ein bisschen rausgehackt, sage ich jetzt mal, um es ein bisschen bildlich darzustellen. Anders kann ich es gerade gar nicht beschreiben. Dann wird quasi dieser Knochen, der sich dann noch zusätzlich gebildet hat, als Schutzfunktion auch, ja, wird dann so ein bisschen abgetragen. Und ja, genau, bei der Narbe ist dann leider eine Wundheilungsstörung entstanden bei mir. Wie, also ich stelle mir das total scheiße vor, ja, auf gut Deutsch. Wenn du so auf Kurs bist, weißt du, alles läuft irgendwie, coole Saison vielleicht sogar. Und dann auf einmal stellst du fest, okay, jetzt ist hier eine, in Anführungszeichen, Standard-OP, die gemacht wird. Und auf einmal steht aber alles in Frage. Ja. Gerade so im Leistungssport ist ja auch die Zeit ja begrenzt, wo man seine Top-Leistung abrufen kann. Wie bist du damit umgegangen? Das ist ja echt schwierig zu beantworten. Also man hat irgendwie immer so Step für Step gedacht. Also für mich sind die OPs, die ich dann hatte, immer so Meilensteine gewesen, weil jedes Mal, wenn eine OP war, habe ich natürlich gedacht, oh wow, ja super, jetzt wird's besser und jetzt ändert sich alles und danach wird alles gut. Dementsprechend hat man dann am Anfang so von OP zu OP geschaut und irgendwann, ja, war es dann halt so, dass man auch Tage hatte, wo irgendwie gar nichts mehr ging und aus Tagen wurden dann auch schon mal 1-2 Wochen. Und da muss ich sagen, bin ich meiner Familie, meiner besten Freundin auch sehr, sehr dankbar, die mich dann auch entsprechend aufgefangen haben. Also ich hatte während meiner verletzten Phase auch ein Sportstudium angefangen, also vor meiner Verletzung ein Sportstudium angefangen und konnte das Sportstudium auch nicht wirklich erfolgreich bestreiten. Hab's ja über einen sehr langen Zeitraum dann absolvieren müssen. Und wenn halt der Sport nicht läuft und deine berufliche Ausbildung, hast du irgendwie nichts, woran du dich so halten und klammern kannst. Und da waren die Leute oder meine Familie und meine beste Freundin halt irgendwie für mich da und haben mich aufgebaut, haben mich abgelenkt. Also wir sind dann teilweise einmal irgendwie ganz spontan eine Woche weggeflogen. Da hat meine Mama gesagt so, komm, wir packen jetzt die Koffer, wir hauen hier ab, du musst mal raus, du musst mal was anderes sehen. So, irgendwann ist man so verbohrt, da sieht man das selber nicht mehr, was man gerade irgendwie braucht oder was einem vielleicht auch gut tun kann.
Und was mir auch sehr weitergeholfen hat, war in Leverkusen habe ich zu der Zeit gespielt. Und dort habe ich dann mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet, der ja auch mir geholfen hat, den Fokus auf ein paar andere Dinge einfach zu richten, sodass mein Alltag nicht von den Schmerzen oder von dieser Problematik mein Fuß bestimmt wird. Und das war so ein bisschen das goldene Rezept für mich. Was waren das für Dinge, auf die du dich dann mehr fokussiert hast? Auf Dinge, die ich machen konnte und die mir Spaß gemacht haben. Ich hatte mir irgendwann mal eine Gitarre gekauft und habe mir dann irgendwie selber via YouTube so ein paar Akkorde beigebracht, habe versucht, ein paar Lieder mal zu trällern und einfach irgendwie versucht, mich darüber auch abzulenken, was auch sehr gut funktioniert hat, weil Musik macht mir sehr viel Spaß und wenn man dann Musik selber machen kann, ist es irgendwie schon ein schönes Gefühl. Also das gibt einem so ein bisschen wieder so ein Erfolgsgefühl auch, ne? So, ich kann was leisten, so, ne? Es funktioniert ja doch noch irgendwas im Leben. Das war so die eine Sache. Und die zweite Sache war so ein bisschen das Rennradfahren. Mhm. Ich hatte mir irgendwann mal so ein Crossbike geholt. Und ich bin dann halt mal so ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe längere Touren gemacht. Und ja, das war was ich machen konnte. Also wenn man sich sportlich nicht wirklich auslasten kann, ist das irgendwie unbefriedigend. Ich glaube, jeder Sportler kann das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, wenn man gezwungen ist, Pause zu machen. Und wenn man dann mal irgendwie wieder schwitzen kann und sich voll auspowern kann, dann ist das irgendwie ein überragendes Gefühl und das konnte ich halt nicht, zumindest nicht am Fußballplatz. Und daher habe ich dann irgendwie das Rennrad für mich entdeckt, weil das konnte man draußen machen an der frischen Luft. Man kam ein bisschen raus, man hat ein bisschen was gesehen und das war das, was mich so ein bisschen über die Zeit gerettet hat eigentlich. Was war das für ein Zeitraum, über den du dann halt anstelle von Fußball eben Radsport gemacht hast? Ja, das war so um die 2,5 Jahre, so würde ich ja mal so tippen. Weil am Anfang konnte ich ja auch keine Schuhe tragen, das tat mir ja weh an der Ferse. Deswegen war Rennrad natürlich auch irgendwie No-Go, also weil ich halt einfach keine anderen Schuhe tragen konnte. Aber nach der 4. OP, das war dann im Jahr 2012, fing es langsam an, besser zu werden, zumindest mit der Wundheilung, sodass ich halt zumindest anfangen konnte, wieder Schuhe zu tragen. Und da habe ich dann angefangen, auch so ein bisschen mit dem Fahrradfahren. Warst du das noch? Also hast du noch Zeit dazu überhaupt? Tatsächlich eher weniger. Zumindest jetzt keine großen Touren. Also ich fahre schon mal ganz gerne so, 10, 20 Kilometer mit dem Rad und ich bin ja jetzt nach München gewechselt und da habe ich den Luxus, dass das Trainingsgelände auch so circa 10 Kilometer entfernt ist und da fahre ich mit einer Mitspielerin schon mal sehr gerne auch mit dem Fahrrad zum Training. Also ist es auch ja regelmäßig in Benutzung jetzt gerade im Sommer. Also im Winter wird es wahrscheinlich auch weniger werden. Was war so der Turnaround? Also es gab wahrscheinlich irgendwann so einen Punkt, wo du, sag ich mal, aus dem Tal der Tränen vielleicht so ein bisschen wieder Fortschritte gemacht hast und neue Hoffnung geschöpft hast. Was war das für ein Moment? Ja, also es fing an, besser zu werden im Jahr 2015, Ende 2015, weil die Strukturen in meinem Fuß waren auch angegriffen. Ich hatte sehr lange schon Achillessehnenprobleme und alles drumherum von den ganzen OPs war auch ein bisschen gereizt und ja, die Schmerzen konnte ich eigentlich auch nicht sehr gut aushalten. Schon beim Joggen hatte ich große Probleme. Und Ende des Jahres hatte ich dann meine Osteopathin kennengelernt, mit der ich auch heute noch sehr viel zusammenarbeite. Die hat irgendwie ein kleines Puzzleteil gefunden, was meine Schmerzen deutlich reduziert hat nach ein paar Behandlungen. Und seitdem geht's stetig bergauf. Also da bin ich in guten Händen. Und ich bin sehr froh darüber, weil seitdem kann ich wieder einigermaßen Fußball spielen. Absolut. Ihr habt, glaube ich, gerade die Champions League hinter euch gebracht. Wie lief das? War für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, mit einem Verein auf internationaler Ebene zu spielen. War am Ende jetzt nicht erfolgreich für uns, weil wir haben gegen Lyon im Viertelfinale 2-1 verloren. Lyon hat nachher auch die Champions League gewonnen. Also die sind gerade, was Vereinsmannschaften angeht, die beste Mannschaft eigentlich weltweit. Und wir haben uns aber echt gut verkauft. Ich meine, davon kann man sich am Ende nichts kaufen. Aber die Grundlage ist da. Und wir wissen,
wo wir stehen jetzt gerade aktuell mit dem Team und was wir leisten können. Und darauf können wir jetzt aufbauen und gut in die neue Saison starten, denke ich. Ich hatte im Vorwege auch Fragen eingesammelt via Instagram und die Anja fragte etwas, das passt jetzt gerade ganz gut. Ja. Und sie sagt, wie das für dich eigentlich war. Du spielst ja in der Bundesliga gegen andere, als zum Beispiel, wenn du in der Nationalmannschaft gehst. Du spielst zum Teil sogar gegen deine eigenen Mannschaftskolleginnen. Wie ist das für dich, fragt sie. Ja, ist natürlich schon komisch, wenn man dann als Gegner auf dem Platz steht. Aber man spielt ja auch schon mal im Training untereinander, gegeneinander. Von daher, ja, das Schwierige ist, die Person, gegen die man spielt, weiß halt, in welcher Art und Weise man spielt. Also die kann ein bisschen vorausschauend gegen einen spielen. Aber auf der anderen Seite habe ich diesen Vorteil ja auch bei der Gegenspielerin. Weiß halt, was sie so gerne macht für Bewegungen und Laufwege. Und dann kann man sich da so ein bisschen drauf einstellen. Ne? Also es ist sowohl positiv als auch negativ. Aber am Ende, ja, die Freundschaft ruht innerhalb der 90 Minuten oder 120 Minuten. Von daher, ja, geht's da um alles. Also keine Rücksicht auf Verluste. Und danach könnt ihr aber auch wieder freundschaftlich zusammen sein. Ja, genau. Also das steht völlig außer Frage. Ne? Also das Sportliche hat dann mit dem Persönlichen nichts zu tun. Da kann man das schon gut selektieren, ja. Seit wann bist du denn jetzt wieder voll belastbar? Also wann warst du sozusagen ja so weit durch mit der Achillessehnen-Thematik, dass du halt wieder, ich sage jetzt mal ganz normal, als Profifußballerin auf dem Platz stehen konntest? Ja, also mein erstes Spiel, was ich nach dieser ganzen verletzten Zeit gemacht habe und wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt geht's nur noch bergauf, das war im März 2016. Okay, also 4 Jahre jetzt schon wieder. Ja. Wenn du so die Zeit mal Revue passieren lässt, die auch diese Verletzungsauszeit, ich kriege halt auch immer wieder Zuschriften oder auch Nachrichten von Hörern oder Leuten, die bei mir im Blog lesen oder so, die eben auch gerade mit einer Verletzung zu tun haben. Ich hatte so langfristige Sachen wie du zum Glück noch nicht. Es kann immer mal was passieren im Leben. Gibt es etwas, was du vielleicht so jemandem, der in einer ähnlichen Situation ist, einfach als Rat mitgeben würdest? Wie geht man damit am besten um? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Phasen, die man so ein bisschen durchleben muss. Also erstmal muss man durch diesen Schmerz durch, definitiv. Also das gehört dazu. Das muss man irgendwie alles verarbeiten. Und dann muss man auch so ein bisschen die Akzeptanz finden. Also man muss dieses Problem, was man hat, muss man so für sich auch ein bisschen akzeptieren. Man muss lernen, damit umzugehen und versuchen, aus dem Problem zu lernen. Also sei es, wie kann ich dieses Problem verhindern? Also wie kann ich eine Verletzung eben verhindern? Also indem ich mich vielleicht besser vorbereite. Oder ähnliches. Und auf der anderen Seite muss ich dann auch versuchen, vielleicht auch ein bisschen den Fokus mal zu ändern, um dieses Problem nicht so alltäglich werden zu lassen. Also wenn ich jeden Tag daran denke, das ist schlecht oder das tut mir nicht gut, dann wird es irgendwann so ein bisschen so ein Dauerzustand und man muss versuchen, diesen Gedankenkreis so ein bisschen zu durchbrechen, um dem Körper auch zu signalisieren, es ist nicht alles schlecht gerade, sondern es laufen auch Dinge gut. Und dafür muss man einfach auch versuchen, einen neuen Fokus vielleicht zu finden oder einen anderen Fokus, so wie ich es auch versucht habe. Und jeder, denke ich, hat andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er da noch für sich finden kann, glaube ich. Und wenn man das dann so ein bisschen akzeptiert hat und daran arbeitet, den neuen Fokus so ein bisschen auch zu genießen, dann kann ich mir vorstellen, dass Dinge, die vorher schlecht gelaufen sind in einem bestimmten Bereich, auch sich wieder fügen oder sich zumindest ein bisschen wieder einordnen werden. Hast du jemals in der Zeit so den Glauben daran verloren, dass du mal wieder das Comeback schaffst? Also du bist jetzt, sagst du, seit 2016 bist du wieder voll belastbar, seit, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2017 beim SGS Essen erst, dann eben 2018 auch die Berufung schon in die Nationalmannschaft. Hättest du das damals für möglich gehalten?
Also ich war einfach nur unfassbar happy, dass ich wieder in der Bundesliga spielen konnte. Das war so meine Priorität. Ich wollte es nicht wahrhaben, zwischendurch irgendwie meine Karriere zu beenden, aufgrund von eigentlich, naja, einer fast banalen Verletzung. Dann habe ich gedacht, okay, krass, Bundesliga, okay, ich kann das Niveau wieder halten und erreichen. Und das hat mich einfach nur unfassbar glücklich gemacht. Und da war ich einfach auch echt befreit, dass ich das wieder geschafft hatte. Und dass mit der Nationalmannschaft nochmal klappt, das war für mich ja völlig überraschend und total. Also daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Also das war auch gar kein erklärtes Ziel von mir irgendwie. Und ja, also da, das war irgendwie das i-Tüpfelchen dann auf dem Ganzen. Du hattest eben schon gesagt, wie bei dir so grob die Woche aussieht. Du trainierst 6 Tage die Woche, hast, glaube ich, einen Tag trainingsfrei. Ja, genau. Das ist ja heute und ich bin total happy, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wie sieht für dich so ein typischer Regenerationstag aus? Boah, das kommt ganz drauf an, was so alles passiert ist, aber eigentlich frühstücke ich sehr, sehr gerne morgens. Wenn ich Zeit dafür habe, lasse ich das auch schon mal sehr lange ausfallen. Also dann kann ich auch schon mal ja gut und gerne 1,5 Stunden am Frühstückstisch sitzen und einfach nur ja essen, Kaffee trinken, genießen, ein bisschen was lesen. Zeit für mich, das ist so ein bisschen die Tageszeit, wo ich immer sage, das ist so meine Me-Time. Das ist die Zeit für mich, die genieße ich dann auch. Es gibt immer Sachen, die irgendwie anfallen, was zu besorgen, einkaufen, so normale Sachen wie Wäsche waschen und so ein Kram, das fällt meistens dann auch auf einen freien Tag. Im Moment, ich bin ja jetzt relativ frisch in München, sind auch noch echt viele Dinge zum Beispiel in der Wohnung zu tun. Ich habe gestern zum Beispiel erst meine Küche bekommen nach 2 Monaten und dann fällt so ein Tag halt auch schon mal ins Küche aufräumen oder beziehungsweise einräumen, putzen und so ein Kram fällt dann irgendwie an. Ja, das ist ja ganz normal, so wie bei mir und wahrscheinlich den meisten, die hier zuhören auch. Das Thema Schlaf ist ja auch wichtig bei Regeneration. Hast du da so eine spezielle Schlafroutine oder wie viel Schlaf brauchst du eigentlich überhaupt? Eine spezielle Routine habe ich nicht. Ich schlafe in der Regel so zwischen 6 und 7 Stunden. Gelegentlich schlafe ich auch echt schon mal 8 Stunden, aber das ist eher seltener. Das habe ich nur eigentlich, wenn ich sehr, sehr müde bin. Ansonsten ja, pendel ich so zwischen 6 und 7 Stunden. Bin das jetzt über Jahre lang hinweg gewohnt, weil ich ja bis vor kurzem noch neben dem Fußball auch Vollzeit gearbeitet habe. Und ja, ich bin aber ja ein recht Frühaufsteher und deswegen schlafe ich auch schon recht früh ein. Also zwischen 10 und 11 bin ich meistens schon ja in dem Land der Träume und wach dann aber halt auch relativ früh auf. Du sagtest eben, du hast auch noch Vollzeit gearbeitet. Was hast du denn gemacht und bis wann? Ich war auf dem Büro, kaufmännische Angestellte in einem Bauunternehmen bei mir in der Heimat. Und das habe ich gemacht ab Ende 2017, habe ich erst bei der Bayer AG angefangen zu arbeiten und habe dann relativ zügig den Job gewechselt, weil ich zurück in die Heimat gezogen bin. Und ja, ich hatte meine Ausbildung 2014 angefangen und habe die 2017 beendet und genau, dann hat das so seinen Lauf genommen. Wenn wir über euer Training reden, macht ihr da auch Krafttraining? Geht ihr in den Kraftraum oder seid ihr hauptsächlich auf dem Fußballplatz? Mindestens 2x die Woche sind wir eigentlich auch im Kraftraum und machen da eine komplette Einheit nur im Kraftraum. Speziell dann, wenn wir 2x am Tag Training haben, dann haben wir meistens einmal davon eine Krafteinheit. Das ist auch in der Vergangenheit mehr geworden, beziehungsweise ja, es ist einfach auch die Wichtigkeit gestiegen, weil es tatsächlich ja präventiv auch sehr wichtig ist, aber auch bezogen auf Schnelligkeit und Zweikampfstärke ist der Kraftaspekt natürlich auch ja sehr entscheidend. Und dementsprechend hat sich das so in den letzten Jahren auch ein bisschen revolutioniert, würde ich behaupten. Ne? Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten in den unterschiedlichen Vereinen. Jetzt bei Bayern haben wir natürlich perfekte Bedingungen. Wir haben da am Campus einen riesen Kraftraum und sind da bestmöglich ausgestattet. Ja, und daher können wir da echt optimal trainieren.
Das klingt großartig. Was macht ihr denn so in einem Krafttraining? Jede Spielerin hat so ein bisschen seine eigenen Baustellen, sage ich jetzt mal. Und das ist dann, die eine Spielerin macht ein bisschen Explosivkraft, die andere Spielerin macht ein bisschen mehr so die Basics, Stabi-Training. Ja, und die andere geht vielleicht ein bisschen mehr auf Sprungkraft oder ja beides, also Basics und Explosivkraft. Das ist so ein bisschen je nachdem, was man gerade braucht oder was die Spielerin braucht, in welcher Saisonphase man gerade steckt oder was für ein Spiel oder wann das Spiel als nächstes ansteht, so steuern wir eigentlich dieses Training. Wir haben auch einen Athletiktrainer, der hat da so ein bisschen den Überblick und übernimmt da die Trainingssteuerung. Ah, das heißt, jede von euch macht sozusagen ihr eigenes Training, hat ihren eigenen Trainingsplan dann für den Kraftraum? Fast. Also wir sind schon so ein bisschen in Gruppen eingeteilt und machen dann, wenn wir zum Beispiel Explosivkrafttraining machen, mit so 5, 6 Leuten, dann machen wir schon auch die gleichen Übungen. Aber ja, jeder hat so auch seine ja, Lieblingsübungen. Es gibt ja auch Übungen, die man so ein bisschen variieren kann und jeder ist da so auf einem unterschiedlichen Stand eigentlich, sodass man da auch immer so ein bisschen variiert. Aber im Grunde genommen haben wir schon ja recht individuelle Pläne. Also ich habe zum Beispiel auch noch einen Plan dabei, wo ich ein bisschen für meine Achillessehne ein bisschen was tue, ein bisschen exzentrisch arbeite. Dann gibt es Spielerinnen, die haben so ein bisschen Schulterprobleme, weil sie schon mal eine Schulter ausgekugelt hatten oder Schlüsselbein gebrochen oder so. Die kümmern sich dann auch gerade in solchen Phasen oder in solchen Zeiten, die wir dann haben, auch speziell dann um ihre Problematiken einfach. Und das kann man da so sehr gut mit einbinden. Und ja, so kann man sehr gut an Defiziten auch arbeiten. Wann geht denn so der Trainingstag los bei euch morgens? Also wir starten um 9.45 Uhr mit dem ja, Warm-up und ein paar Testungen bei uns im Athletikraum drinnen. Und dann geht es meistens um 10.15 Uhr raus auf den Platz. Und genau, da wird dann fußballspezifisch trainiert und ja, dann ist Mittagspause und wenn wir nachmittags nochmal Training haben, dann geht es in der Regel so um 15 Uhr los circa und dann nochmal so 1,5 Stunden bis 2. Kriegt ihr eigentlich auch einen Ernährungsplan oder ist das jedem selbst überlassen? Nee, einen richtigen Ernährungsplan haben wir eigentlich nicht, aber jede Spielerin weiß auch, dass sie sich eigentlich sehr gut ernähren muss, um entsprechende Leistungen zu bringen und ja, wenn man das schleifen lässt, dann würde man das ja auch irgendwie sehen. Also wenn man jetzt nur Pizza, Pommes und Döner isst, glaube ich, dann würde sich das auch optisch irgendwann bemerkbar machen. Und dementsprechend passt da schon jede Spielerin sehr gut auf sich auf und sind da sehr eigenverantwortlich unterwegs. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch häufiger schon mal Angebote. Also wenn man jetzt sagt, boah, ich hätte ganz gerne irgendwie oder ich bräuchte mal ein bisschen Input und es haben mehrere irgendwie aus dem Team schon angemeldet, dass sie da mal ein bisschen was Neues brauchen, dann kann das auch schon mal vorkommen, dass wir da so, ja, so einen Ernährungstag einschieben, beziehungsweise so ein Seminar oder so einen Vortrag halt. Was ist denn deine Lieblings, ich sag jetzt mal, sportgeeignete Mahlzeit? Also, das ist schön formuliert, sportgeeignet. Deine lieblingsgesunde Mahlzeit für Sportler. Das ist schwierig zu beantworten. Also ich esse sehr, sehr gerne Kartoffeln in jeglicher Form. Deswegen, also wenn es möglich ist, esse ich irgendwie irgendwas mit Kartoffeln überbacken oder mit Gemüse zusammen irgendwie. So die Richtung. Ein bisschen, ja, ein bisschen was davon. Ein bisschen auch Reis. Reis ist auch schon sehr gut. Aber ich bin zum Beispiel, was ja immer nachgesagt wird, dass man sehr viele Nudeln dann essen sollte. Das mag ich zum Beispiel eigentlich gar nicht gern. Also ich esse selten Nudeln, weil es irgendwie auch gefühlt in jedem Hotel und vor jedem Spiel gibt es immer Nudeln. Und dann mache ich mir selber nicht noch zu Hause Nudeln. Bin auch mal froh, wenn es eben halt keine Nudeln vor dem Spiel gibt, sondern irgendwie halt Kartoffeln oder auch mal Reis. Spezielle Kartoffeln? Magst du lieber, bist du lieber der Süßkartoffel-Fan oder die Standard Annabelle oder was es da alles gibt? Ja, also hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, was eine Süßkartoffel? Deswegen heute würde ich sagen, beides.
nicht nur das eine und nicht nur das andere, aber immer mal wieder das eine oder das andere. Also mag beides sehr gerne, sind ja doch sehr unterschiedlich vom Geschmack her. Von daher variiere ich da sehr gerne mal. Achtest du auch so Sachen wie Protein, also Proteinquelle zu jeder Mahlzeit oder so? Ja, muss ich leider sehr drauf achten, weil ich nicht so viel Fleisch esse, einfach weil ich es irgendwie nicht so gerne mag. Hat bei mir jetzt keine besonderen Hintergründe, außer dass es zu viel Fleisch mag ich einfach nicht. Und deswegen muss ich schon schauen, dass ich mir die Proteine irgendwie auch durch mal Linsen oder so Fisch hole. Also da muss ich schon ein bisschen drauf achten, weil sonst würde es mir da so ein bisschen mangeln, glaube ich. Nutzt du auch Proteinpulver oder irgendwelche Nahrungsergänzungen? Wir haben jetzt bei Bayern tatsächlich auch in der Kabine die Möglichkeit, immer nach dem Training Proteinpulver zu nutzen, so ein Eiweißpulver. Dementsprechend habe ich es oder benutze ich es im Moment sogar relativ häufig, gerade nach sehr intensiven Einheiten und insbesondere auch Krafteinheiten. Ja, nutze ich das schon mal, ja. Also ich vermute mal, bei euch in der Mannschaft bist du ja schon eine der Trainingserfahreneren mit 30 Jahren. Hat sich aus deiner Sicht, wenn du mal so die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt gegenüber du mit 20 Jahren, hat sich da irgendwas Grundlegendes verändert, der Einstellung dem Sport gegenüber? Ja, also es ist zumindest, hat sich das insofern verändert, dass die rein Frauenfußballvereine so ein bisschen ausgestorben sind. Also die Männervereine sind dann doch ein bisschen dominanter geworden in den letzten Jahren. Das sieht man halt auch gerade am VfL Wolfsburg und am FC Bayern. Die haben da angefangen, viel, viel mehr zu investieren, was ja schön ist für uns auch. Also wir profitieren da natürlich auch sehr von. Ansonsten vom rein Sportlichen her würde ich jetzt nicht behaupten, dass sich da der Sport großartig verändert hat. Also es ist ein bisschen athletischer geworden. Es ist sowieso in den letzten Jahren einfach viel, viel athletischer geworden, weil die Trainingsmethoden auch entsprechend angepasst und geändert wurden. Aber ansonsten, es ist in etwa so geblieben. Wenn du deinem 20 Jahre alten Ich einen Rat geben könntest, aus der jetzigen Perspektive, was wäre das? Ich glaube, ich würde mir raten, etwas mehr auf mich selber zu hören und weniger mich von äußeren Stimmen beeinflussen zu lassen. Gerade auf Aspekte, die meine körperlichen Sachen angeht, was Verletzungen und Belastungen angeht. Was macht aus deiner Sicht eine exzellente Fußballspielerin aus? Das ist schwierig zu beantworten, weil es echt unterschiedliche Typen auf dem Platz verlangt, die unterschiedliche Eigenschaften brauchen. Ne? Also eine Verteidigerin muss andere Fähigkeiten haben als eine Stürmerin. Aber ich glaube, man muss sportart- oder positionsspezifisch gute Voraussetzungen mitbringen und die entsprechenden Fähigkeiten. Und darüber hinaus muss man unfassbar guter Teamplayer sein, bereit sein, für seine Mitspielerinnen und Teamkameradinnen Wege zu gehen, die wehtun und eigentlich jeden Tag, sei es Training oder das Spiel, 100% zu geben, zumindest von dem, was ich an dem Tag in der Lage bin zu erreichen. Also man kann ja nicht immer jeden Tag seine richtigen 100% geben, aber wenn ich an einem Tag irgendwie vielleicht mich müde fühle, aber ich bin trotzdem noch in der Lage, 70% von dem abzurufen, was ich leisten kann, dann möchte ich gerne 100% von den 70% erreichen. Und ich finde, wenn man dazu bereit ist, jeden Tag zu versuchen, das Beste aus sich rauszuholen, dann ist man schon ja eine sehr gute Spielerin. Und wenn wir auf die spezielle Position gehen, du sagtest ja, du spielst im Moment in der Verteidigung hauptsächlich. Was macht eine gute Verteidigerin aus? Ja, in der Verteidigung muss man Spiel gut lesen können. Man muss gut coachen können, weil man von hinten das Spiel sehr gut überblicken kann. Und dann kann man oder muss man auch sehr gut seine Spielerinnen um sich herum coachen, damit man in der Defensive gut steht. Dann braucht man natürlich auch im Spielaufbau sehr gute Übersicht. Ja, und Zweikampfstärke ist natürlich in der Verteidigung das A und O, ne? Also das
Das ist mit das Wichtigste eigentlich. Wie coachst du deine Mitspielerin? Am Ende sind es ganz, ganz einfache Dinge. Wir verfolgen ja ein bestimmtes taktisches Ziel und wir wollen den Ball erobern an einem bestimmten Punkt auf dem Platz. Und dann muss ich versuchen, meine Spielerinnen, die vor mir stehen, entsprechend in die Räume zu lenken, ja, wo gerade viel Platz ist und so zu verhindern, dass Gegenspielerinnen dort angespielt werden und sich aufdrehen können und auf die Abwehr zulaufen können. Also dahingehend versuche ich, alles, was um mich herum läuft, entsprechend in die Räume zu schieben. Ich gebe dann zum Beispiel auch meiner Innenverteidigerpartnerin Bescheid, wenn sich der Stürmer zwischen uns beiden bewegt oder wenn er komplett zu ihr rüberläuft. Also das ist dann so ein bisschen einfach helfen, damit man bestmöglich reagieren kann. Du bist ja schon seit den 90er Jahren jetzt Fußballerin. Also jetzt mal angenommen, eine Profifußballerin aus den 90ern würde in eine Zeitmaschine steigen. Also meinetwegen eine Nationalspielerin und im Heute landen und dann heute in der Nationalmannschaft spielen. Was hätte sich seitdem für die geändert im Fußball? Könnte die heute noch mithalten? Also schwierig, glaube ich. Sie müsste erstmal, glaube ich, ein bisschen an der Athletik arbeiten, weil das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel athletischer geworden. Also die Spielerinnen sind deutlich schneller, wendiger, aggressiver geworden. Und ich glaube, da hätte die Spielerin, auch wenn es eine Nationalspielerin wäre aus den 90er Jahren, ja, große Probleme. Ich würde aber nicht ausschließen, dass wenn sie da eine bestimmte Zeit zur Verfügung hätte, ich sage jetzt mal, ein halbes, dreiviertel Jahr oder so, dass sie da sicherlich auch ein bisschen ans Niveau anknüpfen könnte, wenn sie ein entsprechendes Training hätte, weil früher wurde einfach nicht in dem Maße trainiert, wie es heute trainiert wurde und auch nicht in der Häufigkeit, glaube ich, also zumindest nicht in den 90ern. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das schon irgendwie möglich wäre, aber nur, wenn sie entsprechend die athletischen Defizite aufholen könnte. Ich glaube, rein fußballerisch könnte das schon noch irgendwie funktionieren. Bestimmte schlechte Ratschläge zum Thema Fußballtraining, die du immer wieder hörst? Ich bin jetzt ja nicht so im Trainergeschäft aktiv, deswegen kann ich das gar nicht so beurteilen, aber in den in den Jugendteams oder so, wie ich es früher selber mal erlebt habe, da hat man ja doch viel die Kinder um den Platz laufen lassen, um ein bisschen Kondition zu bolzen. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich sagen würde, das ist eher schlecht, weil ich glaube, die beste Kondition holt man sich tatsächlich beim Spiel. Und es gibt ja mittlerweile auch so viele Spielformen, die auch unfassbar anstrengend sind und dementsprechend auch die Kondition genauso trainieren wie oder vielleicht sogar noch besser, meiner Meinung nach, als wenn man nur stumpf Runden um den Platz laufen würde. Wenn man so die Öffentlichkeit verfolgt oder auch in den Medien, dann wird ja ganz häufig verglichen Männerfußball, Damenfußball. Wie gehst du mit solchen Vergleichen um? Ist das für dich super nervig, weil halt immer Damenfußball mit Männerfußball verglichen wird, oder ist das egal? Weder noch eigentlich. Also es ist mir absolut nicht egal. Es ist auch nicht nervig, oder ich würde sagen, nervig ist der falsche Ausdruck. Ich bin eher so ein bisschen enttäuscht, also weil ich finde, man kann Männer- und Frauenfußball nicht miteinander vergleichen. Also im besten Fall sieht man es einfach als zwei unterschiedliche Sportarten, weil man kann es einfach nicht vergleichen, es geht nicht. Also man vergleicht ja auch nicht Frauenboxen mit Männerboxen oder Frauenhandball mit Männerhandball irgendwie. Da gibt's halt einfach körperliche Unterschiede. Und jede Sportart für sich ist, glaube ich, hat irgendwie gewissen Respekt verdient. Und gab jetzt zum Beispiel vor, ich glaube, 3-4 Tagen oder so, wo das Tor des Monats gekürt vom Monat Juli. Und das hat Anna Blesse gewonnen. Ja, sie hat ein Führungstor für Wolfsburg im Pokalfinale geschossen. Und ja, da gab es ganz viele Hater-Kommentare unter diesem Beitrag von der Sportschau, war es, glaube ich.
Und ich fand es irgendwie ja immer noch sehr, sehr traurig und enttäuschend, dass die Leute da so intolerant sind gegenüber dem Frauenfußball. Die haben dann ziemlich blöde Kommentare so darunter geschrieben und haben es halt mit dem Männerfußball verglichen und dass es ja irgendwie langsam wäre und jeder Torhüter aus der Bundesliga hätte diesen Schuss von ihr mit der Kappe gehalten und, und. Also es gab einige sehr verletzende Kommentare auch und ich finde, jede Sportart an sich hat seinen Respekt verdient und da sollte man auch ja ein bisschen mehr Wertschätzung gegenüber den Sportlern zeigen. Also mir gefällt auch nicht jede Sportart, jede andere Sportart. Zum Beispiel kann ich mir auch kein Formel-1-Rennen angucken, weil das für mich todeslangweilig ist, wenn ich da sehe, dass die da 56, 57 Runden fahren. Aber da gibt es halt Leute, die haben da Spaß dran und das auch völlig in Ordnung, weil nicht jeder kann das Gleiche mögen. Und ich respektiere aber trotzdem die Leistung von zum Beispiel den Formel-1-Fahrern, weil die da auch unfassbar fit sein müssen und super viel Zeit für investieren, um ja auf dem Niveau mit so einem Wagen zu fahren. Und ja, die müssen körperlich sehr fit sein und trainieren, glaube ich, mindestens genauso viel wie wir. Und dementsprechend haben sie meinen Respekt verdient und die Leistung ist einfach wertzuschätzen. Und dann finde ich es schade, wenn es beim Vergleich irgendwie ja nicht bedacht wird, dass jeder seine eigene Leistung für diesen Sport bringt und diese auch zu tolerieren und zu respektieren ist. Also das finde ich ein bisschen schade und deswegen ist dieser Vergleich mir nicht egal und der ist auch nicht nervig. Es ist einfach nur so ein bisschen, manchmal ein bisschen enttäuschend, dass oder wie es geredet wird. Also. Gibt's was, was du dir konkret noch wünschen würdest, vielleicht auch in der Öffentlichkeit zum Frauenfußball, was sich vielleicht ändern sollte sonst noch? Nee, das ist einfach ne so ein bisschen ja Wertschätzung. Also Fußball ist halt Volkssportart Nummer 1 in Deutschland, dementsprechend ist es auch sehr beliebt. Es ist aber Männerfußball ist Volkssport Nummer 1 und das darf es von mir aus auch gerne bleiben. Aber deswegen muss ja der Frauenfußball dann nicht so drunter leiden, weil wie gesagt, wir trainieren mindestens genauso viel wie die Männer. Ja, wir verdienen ungefähr nur einen Bruchteil von denen. Das macht uns aber in Anführungsstrichen nichts aus, weil wir lieben diesen Sport so, wie er ist und wir machen ihn auch immer noch gerne. Und ja, es ist einfach nur schön, wenn man dann dafür auch den entsprechenden Respekt bekommt. Und ansonsten kann es alles so bleiben. Ich glaube, in vielen Bereichen sind ja die Ansprüche einfach auch noch höher. Du sagtest eben, und das war mir gar nicht so klar, dass du halt bis vor kurzem auch noch einen Vollzeitjob nebenher hattest, wobei ja Leistungssport auch ein Vollzeitjob ist. Auch ein Vollzeitjob ist es, ein Kind großzuziehen. Und das ist ja auch etwas, was eben frauenspezifisch ist, nicht das Großziehen, aber zumindest die Schwangerschaft. Ist das ein, oder ist es bestimmt auch ein Thema für euch in der Mannschaft? Gibt's da Beispiele auch vielleicht von Profisportlerinnen, die schwanger geworden sind, die ein Kind gekriegt haben und parallel ihre Karriere weiterverfolgt haben? Oder ist das so ein No-Go? Also muss man sich als Profisportlerin entscheiden, entweder ich werde jetzt Mama oder ich mache weiter meine Sportlerkarriere? Es gibt sogar einige Beispiele eigentlich, die nicht zwingend ihre Karriere an den Nagel gehangen haben, nur weil sie schwanger geworden sind. In den USA kommt es sogar, glaube ich, häufiger vor. Ich weiß jetzt ein Beispiel gerade, Sydney LaRue ist das. Die ist nämlich auch in meinem Alter. Die hat schon ihr zweites Kind, ist aber im Moment gerade, was Thema Nationalmannschaft angeht, nicht so präsent. Aber sie ist tatsächlich immer wieder in ihrem Verein aktiv. Ja, jetzt zuletzt ist unsere Nationaltorhüterin Almut Schuld auch Mama geworden. Doppelte sogar. Also sie hat Zwillinge bekommen im April diesen Jahres, genau. Und die aktuelle Nationaltrainerin, die hat zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, auch ein Kind bekommen und hat danach auch wieder weiter Fußball gespielt. Und ja, also bei Almut Schuld weiß ich auch, dass sie wieder angreifen will. Von daher, es ist möglich, also man muss die Karriere definitiv nicht an den Nagel hängen, nur weil man gerne Mama werden möchte. Es gibt aber auch Beispiele, so wie zum Beispiel Celia Sasic oder Lira. Also die haben ihre Karriere beendet und sind dann Mama geworden. Also die wollten sich dann auf Familie konzentrieren.
Jetzt habt ihr ja aktuell eine besondere Situation. Jetzt heute, wo wir das aufnehmen, die Folge erscheint erst ein bisschen später, aber inzwischen ist es so, dass die ersten Vereine auch wieder begrenzten Umfang Zuschauer zulassen. Das war jetzt viele Monate nicht so, dass ihr auch bei den Spielen halt sozusagen nur die Mannschaften da hattet, vor leeren Rängen gespielt habt. Wie war das für dich? Wie nimmst du diese Veränderung auf dem Spielfeld wahr? Oder blendest du das komplett aus? Es ist ja so, dass wir beim Frauenfußball jetzt nicht ein Überschwang an Zuschauern haben. Also ich kann jetzt von SGS Essen erstmal nur sprechen. Das war ja jetzt in der Vergangenheit mein Verein. Da hatten wir so im Schnitt, glaube ich, 1000 Zuschauer. Das heißt, es kommt keine Riesenstimmung auf. Es ist aber auch nicht leise im Stadion. Und ja, jetzt, wo der Restart war und die kommende Saison wird jetzt auch so werden, dass wir vor keinen Zuschauern spielen. Und das ist schon ja ein Unterschied, weil man hört auch wirklich alles jetzt, was gesprochen wird und was kommuniziert wird. Und es fehlt dann doch, auch wenn es ja irgendwie nur ein paar hundert Fans sind, die ein bisschen Stimmung machen, ist es schon ja schade und traurig und irgendwie ja fehlen manchmal auch ein paar Emotionen einfach auf dem Platz. Ja, die das Spiel so ein bisschen begleiten einfach, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich mich sehr krass von den Zuschauern beeinflussen lasse. Kann oder ich blende das auch meistens ja ziemlich krass aus. Aber wenn man so gar nichts von außen hört, ist das schon auch seltsam. Also das war gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, am Anfang. Gibt's da irgendwie eine, also auch beim FC Bayern, ich habe jetzt gehört halt im, ich weiß gar nicht, Leipzig war das, glaube ich, die jetzt entschieden haben, okay, werden wieder Zuschauer zugelassen. Gibt es da irgendwie eine Prognose oder so, ob das vielleicht noch kommt demnächst? Also bei uns wird es wahrscheinlich in Bayern, in München bis zum 31. Oktober gar keine Zuschauer geben. Das ist ja im Moment, darf das Land und die Kommune dann in Abstimmung mit dem Land quasi bestimmen oder ausarbeiten, wie viel Zuschauer erlaubt sind. Aber Bayern bzw. München sagt, im Moment erstmal sind keine Zuschauer erlaubt. Ich würde ganz gerne noch mal ein paar Fragen zu dir persönlich stellen. Und zwar, hast du irgendwelche total schrägen Gewohnheiten oder ungewöhnlichen Gewohnheiten, die du aber liebst? Die ich liebe? ja, nee, so richtig krasse Gewohnheiten fallen mir jetzt nicht ein, aber ich bin so zum Beispiel beim Kaffee trinken oder so, da löffel ich immer erst den Milchschaum runter. Vorher kann ich den Kaffee nicht trinken. Das, keine Ahnung warum, aber das ist so ein bisschen so eine typische Sache von mir. Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Kaffee oder Tee? Was ist dir lieber? Oh, in der Regel würde ich mich eher für den Kaffee entscheiden. Aber es gibt auch Phasen, wo ich ganz gerne mal einen Tee trinke. Und was für einen Tee? Hast du einen Favoriten? Ich trinke sehr gerne Kräutertee. Ich weiß auch nicht, bin ich so der Früchtetee-Typ, sondern eher Kräuter. So, ja, außer Salbei. Salbei mag ich nicht, aber ansonsten ja relativ viel Kräutertee. Hast du ein spezielles Mantra oder so, wenn auch im Spiel, ne, da, wenn sich irgendwie eine Situation anders entwickelt, als man das gerne hätte, die dir dabei hilft, dann dran zu bleiben, ja. Also ein Referenzerlebnis für mich ist, ich habe als Teenager ein paar Jahre Tennis gespielt, so, und ich weiß noch, damals war das manchmal total schwierig, wenn ich dann einen Schuss nach dem anderen verschlagen habe, dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, so. Und ich glaube, im Fußball ist ja auch ganz wichtig, dass man dann halt einfach einen Haken dran macht und nach vorne schaut. Gibt's da so ein spezielles Ritual oder ein Mantra oder sowas, dir dann hilft dabei? Nee, habe ich tatsächlich nicht, nutze ich nicht. Ich versuche, dass eher über Aktionen wieder mich ins Spiel zu beißen, muss ich sagen. Also ich hatte letzte Saison zum Beispiel auch, habe ich ein Eigentor geschossen, also ein ziemlich dummes sogar. Aber das ist so, eigentlich stecke ich den Kopf nicht in den Sand und mache ich weiter. Also dann will ich es irgendwie, ja, mir selber auch beweisen, dass ich es einfach besser kann. So, ne? Auch nach einem verlorenen Zweikampf, dann bin ich richtig
aggressiv gegenüber der Gegenspielerin, aber auch gegenüber mir selber. Und dann will ich es auch einfach besser machen. Also ich versuche mich eher über Aktionen wieder zurückzuholen ins Spiel. Dann so ein Mantra, irgendwas vorsagen, das, nee, das mache ich eigentlich nicht. Worauf bist du in deiner Karriere besonders stolz? Gibt es so ein, zwei Erfolge, die dir da als erstes einfallen? Also jetzt auf Erfolge bezogen sind es eigentlich alle Erfolge, die ich jemals hatte. Das war ja die U20 WM 2010, die wir gewonnen haben, und auch 2008, die haben wir als Dritter abgeschlossen. Dann sind wir mit Duisburg zweimal DFB-Pokalsieger geworden und einmal UEFA-Cup-Sieger. Für mich aber auch ein Erfolg. Damals sind wir mit der U15 Niederrhein-Auswahl Länderpokalsieger geworden. Und wir sind mit der, es klingt jetzt blöd, aber mit der C-Jugend, mit den Jungs bin ich in einem Jahr, also C-Jugend, das müsste irgendwie 2004 oder 2005 gewesen sein, sind wir Stadtmeister geworden. Und das war ein total verrückter Tag. Und diesen Titel, am Ende ist es auch ein Titel, werde ich nie vergessen, weil ja, es eben irgendwie, ja, der Tag war ganz speziell und wir haben uns halt auch unfassbar gefreut, und für mich gehört ja so ein Titel genauso dazu wie eben ein UEFA-Cup-Sieg oder eine Weltmeisterschaft. Es hat zwar nicht die Aufmerksamkeit, aber an diesem Tag war es für mich das Allergrößte, und so war jeder Titel irgendwie für sich besonders. Oder eben halt auch so ein Erreichen des DFB-Pokalfinals wie in diesem Jahr mit SGS Essen ist auch ein Erfolg, weil das von diesem Team nicht erwartet wurde. Und wir haben ja eine sehr, sehr gute DFB-Pokalsaison gespielt und haben dann im Finale leider verloren. Aber nichtsdestotrotz war es eine riesen Teamleistung. Und für mich sind das irgendwie so, ja, Momente, wo man irgendwie stolz drauf ist oder die einem dann unvergesslich bleiben. Du sagtest eben, das war ein ganz spezieller Tag. Was war das denn für ein Tag? Was hat den so speziell gemacht? Ja, es fing damit an, wie alt waren wir? 14, 15. Und ja, bei den Jungs fing das so langsam auch an mit so mal einen Abend irgendwie was so trinken und so. Auf dem Land macht man das ja schon mal irgendwie, ne? Und dann irgendwie 5, 6, 7 Jungs, die waren dann da so, boah, ich habe keine Lust und boah, nee, der Tag wird so lang. Und dann ist das ja so, dann hat man eine Gruppenphase und dann geht's ja halt in die K.O.-Spiele. Und dann haben wir so dieses erste Spiel, also das war auch so mit Hängen und Würgen gewonnen. Und ja, okay, gut, ach ja, jetzt sind wir so langsam geölt, ne, so nach dem ersten Spiel. Und dann war das zweite und das dritte Spiel, also wir haben es eigentlich von Spiel zu Spiel gesteigert. Und sind dann irgendwie auch über die Gruppe hinausgekommen, logischerweise, weil die Leistung ja auch peu à peu besser wurde. Und dann kamen die K.O.-Spiele und dann plötzlich war es Finale und wir haben halt auch ein super krasses Finale gespielt. Also es war total genial und wir haben dann da diesen Titel geholt. Und das war, also hätte man uns am Morgen gefragt, was dieser Tag bringt, dann mit Sicherheit nicht den Stadtmeisterschaftstitel. Also es war total verrückt, aber deswegen war es auch irgendwie so lustig und cool und besonders. Wenn wir über Erfolge reden, dann können wir auch über Misserfolge reden. Hast du einen Lieblingsmisserfolg? Das ist schwierig, ne? Also ich glaube, es gibt wenig Misserfolge, die man mag. Aber eigentlich fängt es bei banalen Sachen an, wie verlorener Zweikampf. Das ist für mich eigentlich schon ein Misserfolg. Und das sind die Kleinigkeiten, die am Ende auch das große Ganze ergibt. Also wenn ich immer Zweikämpfe verliere, dann werde ich auch dieses Spiel verlieren. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man auch zwischendurch mal die Zweikämpfe verliert, um auch wieder den Fokus neu setzen zu können, beziehungsweise zu müssen auch, dass man sagt, okay, ich muss jetzt mal wieder in die Spur zurückfinden hier und Zweikämpfe gewinnen. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen, ja, ein Misserfolg, der gut ist. Der dich dann auch, höre ich so ein bisschen raus, der dich dann pusht? Genau, ja, das ist so ein bisschen, ja, nee, Motivation ist es nicht, aber das ist genau so ein Push, der wieder hilft, ja, den Fokus zu finden und die Spur zu halten. Jetzt hast recht. Ja, genau. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe Fragen eingesammelt aus der Community und viele gingen so in Richtung jetzt FC Bayern, wo du ja jetzt seit diesem Jahr unter Vertrag bist.
Und der Heiko fragt zum Beispiel, warum hast du dich denn für einen FCB entschieden? Ja, spannende Frage. Die FC Bayern hat natürlich auch einen Namen, aber in erster Linie war dieses Paket FC Bayern München ja fast unschlagbar eigentlich, ne? Also ich kenne das Team aus der Bundesliga logischerweise, weil ich da schon häufig gegen gespielt habe. Ich kenne einige schon aus der Nationalmannschaft von den Spielerinnen. Also dieser Kader hat eine Riesenqualität mit tollen Typen in der Mannschaft. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht, muss ich sagen. Die ersten paar Wochen waren ja super schön und super gut und sehr aufregend hier. Dann darüber hinaus sind die Bedingungen in dem Verein, ja, besser geht's eigentlich nicht, kann man sagen. Also wir haben ja Riesenmöglichkeiten von Athletiktraining, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Die Plätze sind in einem hervorragenden Zustand und ja, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, individuell was zu machen. Wir haben eine super physiotherapeutische und ärztliche Betreuung. Also wir haben eigentlich so ein rundum sorglos Paket und ja, dürfen uns eigentlich tagtäglich nur um den Fußball kümmern und uns darüber Gedanken machen, dass alles soweit gut läuft. Von daher ist es ja schon echt schön, die Möglichkeit zu haben, unter Profibedingungen Fußball zu spielen, weil das ist noch keine Selbstverständlichkeit im Frauenfußball. Betty fragt, wie hoch ist der Druck in der Mannschaft, im Verein, aber auch in der Nationalmannschaft? Ja, wenn man entsprechend hohe Qualität in einem Kader hat, dann erwartet der Verein oder auch eben die Nationalmannschaft ja entsprechende Ergebnisse. Von daher gibt es Seiten vom Verein oder Verband eben halt schon den Druck, der aber jetzt nicht immer offen ausgesprochen ist. Allerdings sind wir natürlich auch Leistungssportlerinnen und ja, jede möchte ja ihr Bestmögliches geben und der Druck, den man an sich persönlich macht, also sich selber, ist, glaube ich, mit der größte, weil man möchte sich ja auch selber nicht enttäuschen und deswegen glaube ich, dass es nicht nur von Vereins- und Verbandsseite der Druck ist, sondern eher sogar der Druck, ja, den man sich selber macht. Laura fragt, was ist dein größter Traum? Den lebe ich gerade schon. Also, ich habe viel durchgemacht. Und dass ich diese Möglichkeit hier nochmal bekomme oder mir geebnet wird, hätte ich so nicht gedacht. Von daher lebe ich eigentlich schon meinen Traum. Und alles, was jetzt dazu kommt, ist Bonus. Nur klar will ich natürlich jetzt, wenn ich diese Möglichkeit mit diesem Team hier habe, auch einen Titel holen. Und das wäre dann schon, ja, es ist nicht der Traum, aber es, wie gesagt, den lebe ich gerade. Aber es ist schon eine Krönung sozusagen. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich habe gelesen, dass dein Spitzname Maschina ist. Ja. Oder Maschina. Ich weiß, wie wird es am besten ausgesprochen? Ja, Maschina. Also. Wie kommt das? Ja, ein Gruß an Sarah Dorsun. ich bin damals nach Essen gekommen und irgendwie Sarah Dorsun hat dort noch gespielt in Essen in dem Jahr. Und wir haben auch zusammen Innenverteidigung gespielt. Und ich hatte natürlich die entsprechenden körperlichen Konstitutionen. Also ich habe ja vielleicht ein bisschen mehr Oberschenkel als jetzt der Durchschnitt vielleicht. Und dementsprechend hat sie mir da den Spitznamen gegeben, weil sie findet für jeden Menschen auf dieser Welt irgendwie Spitznamen. Und bei ihr bin ich dann Maschina geworden. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so schön finde. Ach, naja, also unter Kraftsportlern ist das auf jeden Fall ein Kompliment. Ja, ich bin ja Fußballerin. Okay. Hast du Vorbilder eigentlich? Nee, Vorbilder direkt hatte ich eigentlich nie. Schon irgendwie im Kindesalter nicht. Ich habe immer so Spieler gehabt, die ich gut fand. Aber es gab jetzt nie jemanden, wo ich gesagt habe, oh, daran orientiere ich mich oder ja, ich möchte genauso sein wie die Person. Das hatte ich eigentlich irgendwie weniger. Also ich war früher, hatte ich mal so ein Jürgen Klinsmann-Trikot und Mehmet Scholl fand ich immer ganz gut. Aber mittlerweile
bin ich eher so beeindruckt von manchen Persönlichkeiten oder Karrieren. Und das ist dann eher kein Vorbild, aber es ist eher so, wow, finde ich super. Daran kann man mal so ein bisschen sich orientieren, aber es ist ja so ein richtiges Vorbild, würde ich jetzt ja nicht behaupten, irgendwie, dass ich das mal gehabt habe. Wenn wir jetzt das nehmen, wo du sagst, so, oh, wow, krass, was diese Person erreicht hat, wer fällt dir da als erstes ein? Ja, Dirk Nowitzki fand ich immer sehr beeindruckend, wie er über einen so langen Zeitraum auf dem Niveau so performt hat und ja, und dazu noch eigentlich ja sehr bodenständig auch geblieben ist. Ne? Also man hatte nie irgendwie das Gefühl, dass der so unfassbar abgehoben ist, obwohl er eigentlich ja fast alles erreicht hat und ja auch in Amerika super erfolgreich war. Aber er hat auch aus seinem Privatleben so nicht viel zugelassen. Und ja, das macht ihn irgendwie sympathisch. Und wie gesagt, er war halt immer da und er hat auch, glaube ich, unfassbar ja an sich gearbeitet. Er musste, glaube ich, auch immer sehr viel tun, damit er auch verletzungsfrei bleibt. Und ja, da habe ich hohen Respekt vor solcher Leistung. Marina, wir sind am Ende der Zeit. Habe ich irgendwas noch nicht gefragt, was dir wichtig wäre, was wir noch erwähnen sollten? Nee, ich glaube, wir haben ziemlich viel geredet. Man findet dich, glaube ich, am besten über Instagram. Deinen Instagram-Kanal verlinke ich noch. Ja. Gibt es sonst noch irgendwie eine Kontaktadresse oder so, die ich verlinken sollte? Nee, Twitter bin ich auch noch, aber da bin ich auch nicht ganz so häufig und viel, aber ansonsten Insta. Okay, cool. Die beiden kommen auf jeden Fall in die Shownotes. Dann hast du das letzte Wort und ich sag schon mal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und echt beeindruckende Werdegang. Also mich sehr inspiriert und hilft, glaube ich, auch vielen dabei, für die du ein tolles Vorbild bist. Vielleicht haben wir es auch geschafft, hier nochmal einen guten Fokus auf den Frauenfußball zu geben, dem man ja auch folgen kann. Es gibt auch einen eigenen Instagram-Kanal, den verlinke ich auch nochmal. Und wenn das wieder möglich ist, werde ich mir auf jeden Fall mal gerne ein Spiel von euch angucken. Ja, sehr gerne. Freue ich mich schon drauf, wenn das wieder geht. Und dann hast du das letzte Wort, wenn du auf den Smartphones da draußen aller Menschen im deutschsprachigen Raum eine Nachricht aufpoppen lassen könntest. Was steht da? Wow. Ich weiß nicht, was auf allen Smartphones dieser Welt aufpoppen könnte. Ja, liebe Leute da draußen, seid so authentisch wie möglich, so fröhlich wie möglich und gebt jeden Tag eure beste Energie in die Welt da draußen und lebt euer bestes Leben. Und dann, glaube ich, können wir eine sehr, sehr zufriedene Welt schaffen. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.